Hallihallo Löhle, zurück zu Sacred. Weiter geht's. Wir sind wieder mal auf dem Weg zu Wilbur. Den haben wir ja nicht abgeholt. Den kennen wir ja noch gar nicht. Nein, da wir es noch nie gespielt hätten. Ja, ja. Tag. Ich muss ja natürlich nebenbei ein paar Mobs auch mal killen. Sonst krieg ich ja keine XP-Punkte. Leuchtet ein. So. Und ich will auch keinen Speedrun machen. Nee. Angucken, ja, sehr gerne. Vor allem 100% Speedruns. Aber selber spielen, ne. Ist nicht meine Mentalität. Greif ihn an! Was soll das? Und ich bräuchte auch mehr Kraft auf der Axt. Mehr Schaden. Das wäre auch nicht schlecht. Wie viel haben wir denn gerade? 1517, das ist ein bisschen wenig. Nee, will ich mehr haben. Viel mehr. Endlich Rettung. Ich bringe euch zu Sergeant Travel. Wir gucken mein Level ab, mal auf Waffenkunde die Punkte verteilen. Gucken, ob das was bringt und wie viel das bringt. Also bringen wir jetzt bestimmt das nur wie viel, weiß ich nicht. Pro Level Up. Alles nur auf Leben jetzt knallen, ist auch nicht gut. Halte ich zwar mehr aus, aber macht trotzdem noch denselben geringen Schaden. Und jetzt zu euch. Eben kurz platt hier, du auch noch. Ach du auch, wir kommen kurz auch noch auf den Deckel. So, schön. Titandolch, der Herrführer. Ach Gott, alle zusammen hier. Alle zusammen und sterben. Jawohl, synchron sterben. Das wollte ich sehen. So sieht's aus. So, sind wir hier drin, im Lager wieder mal. Händler, kann ich schaden? Ja, mache ich auch voll selber. Müll. Was haben wir da? 248, was haben wir denn da? 488, mein Gott. Tschüss, aber sowas von. Aber sowas von weg. Es ist nicht mehr weit. Sind ja schon da. Steht entspannt vor euren Prinzen Amon Shi. Denn ihr habt. Ja. Und Ray? Muss ich den. So. Weiter geht's, hä? Hä? Lass mich veräppeln. Ach, die Rune. Ah, Portalrune. Habt ihr eine? Habt ihr genug von? Jetzt gehen wir wieder mal ganz mich nach oben. Zu der Brücke. Ja, ja, ist ja gut. Können die ja mitnehmen, genau. Genau. Da oben sind sie. Hier, die.
Orks mitnehmen. Schnelle Punkte. Und da eigentlich immer nur drei Gegner. Ah, da ist ja der dritte. Hat sich im Fass versteckt. Ah, ja. Noch einer, wo kommt der her? Egal. So ein Mentortrank sogar. Oh, schön. Erfahrung ohne Ende. Sehr schön. Das lohnt sich auch immer wieder mitzunehmen. Hm, der will nicht. Der wollte nicht. Dann ebenso. Bist du nicht willig, so brauche ich Gewalt. Also rein hat sie wieder voll. Mann. Ach, haben wir schon. Zack. Ja, du und du und du noch. Auffällig. Sog der Hölle brauchen die Bogen der Präzision. Oh mein Gott, die brauchen immer sehr viel Platz. Waldelfen habe ich nicht wirklich nie gespielt, ey. Nicht wirklich. Genauso wie beim Vampir, Kampfmagier. Den habe ich auch nie wirklich gespielt. Ist ja nichts für mich, Magier. Habe ich schon mal erzählt. Magier ist so eine, ach, klasse, ne? Und du noch. Komm, verloben. So. Fast 3000 Erfahrung. Haben schon fast einen halben Level. Ja, fast. Aber ich schätze mal so, 4-5 Level werden wir wohl machen. Jetzt hier in dem Durchgang. Wenn euch die Videos gefallen, lasst mir noch ein Abo da, Kommentar, Like, was immer ihr wollt. Ich würde mich freuen. Das bringt mich weiter. Das zeigt mir auch, dass die Videos wirklich gut ankommen. Und wenn ihr natürlich meint, die Videos sind sowas von scheiße, dann schreibt es mir auch, was ihr daran scheiße findet. Vielleicht meine Stimme, dass ich zu viel rede, zu wenig rede, keine Ahnung. Oder mir Scheiße erzähle, schreibt es mir einfach. Wenn ihr es möchtet. Kein Problem. So. Hier ist die eine Quest für die Raunins. Hier ist die kleine Gruppe hier hinter der Brücke. Die Raunin. Herrenlose Samurai. Nun sieht man nicht nach Samurais aus. Genau, Königsverräter.
vernichtet. XP abholen und weiter geht's. ...11.760 Erfahrung. Sehr schön. Halben Level haben wir schon wieder. Halben Level. Es kommt noch so viel. Mörsergranat ist auch wieder fertig. Sehr schön. Ach, zwei Gegner ist so wenig. Komm mit. Ja, ja. Zack. Ach, Wilber. Alle ran. Sucht die Hölle schon mehr. Stackerhalt, danke, so gut. Hab's erstmal genug, aber egal. Ach, komm nicht mal mit hier. XP mit dem 2000 Erfahrung, naja. Vergiftete Handschuhe. Ja, ja, Wilber ist vielleicht tot, ist mir egal. Ach, der lebt noch, Wilber. Er lebt noch. Er lebt noch. Stirbt nicht. Lebt denn der alte Wilber noch? Ja, er lebt noch. Noch lebt er. Jetzt aber nicht mehr. Oder? Ja, jetzt ist er tot. Tot. Was wollt ihr von mir? Mein Fall um Lebensräuber, mein Gott. Einer muss immer aus Haie tanzen. Nix? Okay. Kannst du mal so ein paar kleine Gruppe mitnehmen, ist nicht verkehrt. Da sind sie ja. Ne, wo ist denn der Bär? Der Bär fehlt ja noch. Das war nicht die Gruppe, die ich meinte. Egal. Vielleicht kommt es ja gleich. Eben kurz zum Händler wieder verkaufen. Sonst bin ich zu schnell überladen. Das möchte ich nicht. Ach, komm weg. Magiekunde mache ich nicht. Habe ich auch nicht. Du kannst auch weg. Heiltränke haben wir erstmal, also boah, ja, mehr als genug würde ich sagen, erstmal, für diesen Durchlauf. Den Weg kennen wir ja schon auswendig, können wir schon fast blind laufen. Da hat da mal einer, wirklich ein Super Mario Spiel, ich weiß nicht welches, Brothers World, keine Ahnung, blind gespielt. Er hat sich die Augen verbunden gehabt und hat ihn erfolgreich durchgespielt. Das ist schon eine erstaunliche Leistung. Gibt es bestimmt bei YouTube das Video. Da glaube ich ja Koreaner, Japaner, keine Ahnung. Irgendwie sowas.
aus dem Fernosten, sagen wir mal so. Als sie wirklich die Augen verbunden gehabt. Was ich auch gesehen habe, ist, es gibt einen Gamer, der heißt Dark Souls, was nicht gerade zu den leichtesten Spielen zählt. Mit allen möglichen Eingabegeräten, sogar mit seiner Stimme durchgespielt. Mit der Gitarre von Guitar Hero zum Beispiel, oder mit Bongos, oder diese Trommeln. Hat der Dark Souls durchgespielt. Wahnsinn. Wahnsinn. Und einmal auch nur mit seiner Stimme. Wie er das genau geschafft hat, keine Ahnung. Keine Ahnung. Da fragt er den Falschen. Findet alles bei YouTube. Wenn es euch interessiert. Ja, ich bin sehr viel bei YouTube unterwegs. Schau mal laufend Videos an. Alles Mögliche. Ich will jetzt keine Werbung für andere Kanäle machen, aber auch. Ja, alles Mögliche, kann man wirklich sagen. Alles Mögliche. Was es so gibt. Oder zum Beispiel, woran man verschiedenen Verhaltensweisen von Tieren und Hunden dran sehen kann. Ein Schwänzchen wedelt oder Kopf senkt oder sowas. Oder die Ohren nach hinten oder sowas, ne? Gibt's auch reichlich Videos von.